Hallo, hallo, hallo! Willkommen zur Plattform-Geruchsfeier, wo ich immer sage, welcome to my world, weil es nicht schon my world, my world of all the Toilette oder Klosse oder Parfum oder extrem. Ich liebe Parfums, ich hoffe ihr auch, ich hoffe ihr findet Interesse in Parfums, wenn ihr meine Videos anschaut. Und ich präsentiere euch heute einige wunderbare Düfte. Und ich beginne mit Aramis 900 Aramis. Das ist dieses hier. Die Hauptduftakkorde sind holzig, aromatisch, rose, erdig, warmwürzig, blumig, moosartig, weiße Blüten, moschusartig, pudrig. Aramis 900 ist ein Parfum der Duftfamilie Holzig-Chypre und ist für Männer geschaffen. Es gibt es seit 1973. Seit 1973 ist es erhältlich. Die Nase hinter diesem Parfum ist Bernard Chand. Die Kopfnoten sind Koriander, grüne Noten, brasilianisches Rosenholz, Bergamotte und Zitrone. Die Herznoten sind Rose, Nelke, Geranie, Maiköchen, Jasmin und Irisbürzel. Und die Basisnoten sind Eichenmoos, Zibetöl, Patchouli, Vetiver, Sandelholz und Ambra. Das ist Aramis 900 Aramis. Dann haben wir von Latafa Velvet Oud. Das kommt in dem Flakon. Latafa Velvet Oud ist der Name. In diesem Flakon. Riecht nach Leder, ambriert, rauchig, animalisch, Oud, zitrisch, moschusartig, warmwürzig, pudrig, balsamisch. Ist zur Duftfamilie Ambra holzig und ist für Frauen und Männer geschaffen. Velvet Oud oder Velvet Oud ist seit 2018 erhältlich. Die Komposition ist synthetisches Leder, Alkohol, Zweirauch, Zitrusfrüchte, Ambra, Moschus und Zimt. Das ist Velvet Oud von Latafa. Dann haben wir von Sèche Tense Cher Gris. Der Flakon schaut so aus. Ein sehr stilistischer, eleganter Flakon. Sehr schlicht gehalten, aber sehr exzellent stilvoll. Und es riecht nach Honig und Heu in erster Linie. Es ist, die Hauptduftakkorde sind ambriert, dann süß, dann Tabak, dann Honig, dann pudrig, dann holzig, dann grün, dann rauchig, dann warmwürzig, dann blumig. Cher Gris von Sèche Tense ist ein Parfüm der Duftfamilie orientalisch würzig und ist für Frauen und Männer geschaffen vom Parfümeur. Cher Gris ist seit 2001 erhältlich. Die Nase hinter diesem Parfüm ist Christopher Sheldrake. Die Duftkomposition ergibt sich aus Tabakblatt, Honig, Ambra, Heu, Weihrauch, Sandelholz, Iris, Moschus und Rose. Dann haben wir Salvatore Ferragamo. Kommt in den Flakon und riecht einzigartig gut. Es riecht sehr süffelig. Da lese ich die Hauptduftakkorde und die Parfumingredienzen und den Parfümeur
nicht vor. Und ich lese auch nicht vor, seit wann es erhältlich ist. Oder trage es nicht vor. Ich kann selbst auf Fragrantica nachschauen, das Buffet eingeben auf fragrantica.com oder de. Auf de ist es auf Deutsch, auf com ist es auf Englisch. Und herausfinden, was für Hauptduftakkorde es hat. Und das letzte Eau de Parfum, was ich euch zeige, ist von Santini Chiom, dieses hier. Dieses ist ein fruchtig aquatisches Dufterlebnis. Und kommt in 50ml Flakons und riecht sehr gut. Das war es auch schon wieder bei der Platzmann Geruchsfeuer für heute. Bei der Episode, wo ich immer sage, Welcome to my world, which is actually my world of all the toilettes, all the toilettes, the canals, the buffet, and all the extra. New releases, brands and scents. Euer ewiger Mann in Jealous City. Abonniert bitte den Kanal, wer noch nicht hat, wer schon hat, danke für die Treue. Ciao. Riecht gut, exzellent und style auch ein bisschen, wenn ich euch wünschen darf. Ciao.